Hola, ¿qué tal? In dieser Lektion geht es um ein Thema, das schon bei ganz vielen Spanischlernern für Verwirrung gesorgt hat. ¿De qué se trata, quieres saber? Se trata de la traducción del verbo werden. Es geht um die Übersetzung des Verbs werden. Denn werden verwenden wir im normalen Sprachgebrauch ziemlich häufig, aber im Spanischen können wir das nicht mit Hilfe eines bestimmten Wortes übersetzen, sondern je nach Kontext müssen wir dafür ein anderes Verb verwenden. Und in dieser Lektion zeige ich dir, welches sind denn die Verben im Spanischen, die dafür in Frage kommen und in welchem Kontext müssen wir welches Verb verwenden. Entonces, te voy a enseñar los verbos volverse, hacerse, ponerse y convertirse. ¿Vale? Venga, ahora le damos caña. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Antes de empezar, me gustaría preguntarte una cosita. Bevor wir anfangen, würde ich dich gerne eine Sache fragen. Abgesehen von den Verben, die wir in dieser Lektion behandeln, volverse, hacerse, convertirse, ponerse. Abgesehen von diesen Verben, gibt es weitere spanische Verben, die dir besondere Schwierigkeiten bereiten? Wenn dem so ist, dann schreib sie doch jetzt mal in die Kommentare unter dieses Video. Dann sehe ich nämlich, wo liegen die Schwierigkeiten bei dir und worüber könnte ich mal noch eine Lektion machen. ¿Vale? Entonces, los verbos hacerse, volverse, ponerse y convertirse. Diese vier Verben sind sogenannte Verben der Veränderung, weil sie eine körperliche oder geistige Veränderung eines Zustandes oder eines Befindens beschreiben. Eine Veränderung. Diese Veränderung, die kann zeitlich begrenzt oder unbegrenzt sein, freiwillig oder unfreiwillig, schnell oder langsam, positiv oder negativ. Aber auf jeden Fall wird eine Veränderung ausgedrückt. Y ya está con lo básico. Das war schon zu den Grundlagen zu diesen vier Verben. Das solltest du wissen. Ahora empezamos con el verbo volverse. Wir beginnen jetzt mit dem Verb volverse. Und am Ende dieser Lektion bekommst du von mir auch nochmal eine kurze Zusammenfassung. Volverse ist also eine Möglichkeit, werden auszudrücken. Und volverse beschreibt oder betont vor allem die Passivität des Veränderungsprozesses. Also eine Passivität, das bedeutet, nicht ich selber sorge für die Veränderung, sondern äußere Umstände sorgen für die Veränderung. Eine Passivität und dabei verändert sich eventuell der Charakter von einer Person oder Eigenschaften von einer Person. Volverse betont vor allem die Passivität. Mit Beispielen wirst du dich gleich noch ein bisschen leichter bei der Sache tun. Man könnte auch sagen, die Sache, die sich verändert, hat keine Kontrolle darüber. Ahora vemos ejemplos. Por ejemplo, mi mejor amigo se ha vuelto bastante antipático. Mein bester Freund wurde ziemlich unsympathisch. Wurde. Se ha vuelto. Mi mejor amigo se ha vuelto bastante antipático. Se ha vuelto. Ha vuelto, das kommt also von volverse und ist die Vergangenheit, das Perfekto. Se ha vuelto bastante antipático. Wurde sehr, ziemlich, bastante significa ziemlich unsympathisch. ¿Vale? Hier haben wir also die Passivität der Veränderung, aber vor allem die Veränderung eines Charakters. Das bezieht sich auf Personen, die Veränderung des Charakters von meinem besten Freund. Otro ejemplo.
Mi hermana se ha vuelto una persona muy confiada. Meine Schwester wurde eine sehr vertrauensselige Person. ¿Vale? Se ha vuelto una persona muy confiada. Se ha vuelto. Verwenden wir also in der Vergangenheit für eine Veränderung eines Charakters. Volverse. Muy bien. Seguimos con el segundo verbo, hacerse. Hacerse. Im Gegensatz zu volverse beschreibt hacerse ein Werden, aber ein Werden, das aktiv und bewusst ist. Also der Veränderungsprozess ist gewollt von der Person und aktiv und bewusst durchgeführt. Das ist der große Unterschied zu volverse. Eine aktive und bewusste Teilnahme am Veränderungsprozess. Außerdem ist dieser Veränderungsprozess schrittweise, also eher etwas in Häppchen, langsamer. Eine schrittweise Veränderung und häufig wird hacerse für ein Werden verwendet, das mit dem Beruf zu tun hat oder mit der Religion oder mit einer Weltanschauung beispielsweise. Da verwendet man sehr gerne das Verb hacerse. Gleich schauen wir Beispiele an. In Verbindung mit Berufen, Religionen, Weltanschauungen, da wird das Verb hacerse verwendet. Por ejemplo, como sus padres, María se ha hecho profesora. Wie ihre Eltern wurde María Lehrerin. Como sus padres, María se ha hecho profesora. Das ist ein bewusster Veränderungsprozess, einen Beruf zu wählen. Das ist ganz bewusst und aktiv, eine aktive Veränderung. Como sus padres, María se ha hecho profesora. Und lass dich hier auch nicht von der Zeitform durcheinander bringen. Se ha hecho, das kommt von dem Verb hacerse, ist das Perfekto, die Vergangenheit. Genauso wie bei se ha vuelto. Das ist auch das Perfekto. Wenn du gerne die spanischen Zeitformen lernen möchtest, wenn du gerne wissen möchtest, wann verwende ich denn welche Vergangenheit? Es gibt ja so viele Vergangenheiten im Spanischen. Das Perfekto, das Imperfecto, Indefinido, Pluscuamperfecto. Wenn du die gerne mit mir zusammen lernen möchtest, dann schreib dich unbedingt auf die Warteliste hier oben. Kannst du draufklicken, dann kommst du direkt zur Warteliste von der Vamos Akademie. Das ist eine Online-Lernplattform für Spanisch, für dich gemacht, wenn du sagst, in diesem ganzen Wirrwarr von spanischer Grammatik komme ich nicht mehr zurecht, komme ich nicht hinterher, ich weiß nicht, wo Anfang und wo Ende ist, das zeige ich dir sehr gerne in der Vamos Akademie. Und über die Warteliste zeigst du mir, dass du Interesse daran hast. Und wenn es dann soweit ist, wenn ich wieder Teilnehmer aufnehme, dann gebe ich dir per E-Mail Bescheid und dann bekommst du alle Infos dazu. Dafür ist die Warteliste da, die ist aber unverbindlich und kostenlos. Also du kannst mit der Warteliste nur gewinnen. Bevor wir gleich zum häufigsten der vier Verben kommen, hablamos de convertirse. Ahora hablamos de convertirse. Sprechen wir jetzt über das Verb convertirse. Convertirse beschreibt eine radikale Veränderung. Eine radikal starke Veränderung oder Verwandlung eines Objekts, einer Person oder auch eines Zustandes. Okay, aber die Radikalität ist dabei sehr wichtig. Man könnte auch von einer Metamorphose sprechen, weil es sich so stark wandelt. Und convertirse wird gerne im ideologischen oder religiösen Kontext verwendet. Vamos a ver ejemplos.
Ejemplo número uno. Algún día mis sueños se convertirán en realidad. Eines Tages werden meine Träume zur Realität. Se convertirán, werden. Sie werden zur Realität werden. ¿Vale? Porque aquí tenemos el futuro. Wir verwenden hier das Futur. Noch eine Verbzeit, die du in der Vamos Akademie lernst. Se convertirán mit einem Akzent auf dem hinteren A, auf dem einzigen A. Se convertirán und damit, daran erkennen wir das, die Zukunftsform. En realidad. Hier verwenden wir dieses convertirse oftmals auch im Sinne von Zauberei. Ja, wenn meine Träume wahr werden, da sind wir schon ein bisschen im Bereich der Zauberei, des ja, Übernatürlichen. Und da verwendet man sehr gerne auch convertirse. Otro ejemplo. María se ha convertido al budismo. María se ha convertido, also ist konvertiert, sagen wir auch im Deutschen so, ne? Zum Buddhismus. Auch hier haben wir einen religiösen Kontext, das heißt, auch hier verwenden wir convertirse, wenn man quasi zu einer anderen Religion konvertiert. Aber convertirse wird eben oftmals auch mit werden übersetzt, nicht nur mit konvertieren zu. Muy bien. Entonces nos queda un verbo, ¿no? El último verbo. El último verbo, das letzte Verb, es un verbo que utilizamos muy frecuentemente en el lenguaje español. Das ist ein Verb, das wir sehr häufig in der spanischen Sprache verwenden. El verbo ponerse. Ponerse. Ponerse zeichnet sich dadurch aus, dass wir von einer plötzlichen und auch vorübergehenden Veränderung sprechen. Plötzlich, vorübergehend. Der Kontext, in dem wir ponerse gerne verwenden, hat häufig mit dem Gemütszustand zu tun, wie geht's mir oder auch meine Gesichtsfarbe. Das ist ein relativ bekanntes Beispiel, das gebe ich dir gleich noch ausformuliert. Die Gesichtsfarbe, Gemütszustand, Gesundheitszustand. Vale? Vemos ejemplos? Ein bekanntes Beispiel lautet: Me he puesto roja de la vergüenza. Vor lauter Scham, de la vergüenza, wurde ich rot. Me he puesto roja. Ich roja, weil ich weiblich bin, wenn du männlich bist, rojo. Me he puesto roja de la vergüenza. Und hier haben wir wieder: Me he puesto. Perfecto, die Vergangenheit. Also ich wurde rot vor Scham. Wir beschreiben eine plötzliche, vorübergehende Veränderung, die Gesichtsfarbe in dem Fall. Me he puesto roja de la vergüenza. Du kannst auch sagen, mi amiga se puso cansada. Meine Freundin wurde müde. Gesundheitszustand, Gemütszustand. Wenn du müde wirst, dann machst du das auch mit ponerse. Vale, genial. Ahora ya tenemos los cuatro verbos. Genial. En resumen, zusammengefasst. Wie drücken wir werden im Spanischen aus? Und damit meine ich nicht das Passiv. Ja? Passiv verwenden wir zum Beispiel, es wird gearbeitet. Das ist ein anderes Werden. Hier sprechen wir nicht vom Passiv, sondern vom Werden an sich. Ich werde Lehrerin. Okay, wir haben also vier verschiedene Möglichkeiten im Spanischen, Werden auszudrücken. Número uno, volverse. Volverse verwenden wir vor allem für Passivität.
Das heißt, die Person, mit der etwas geschieht, die hat keinen richtigen Einfluss darauf. Passivität. Número dos, hacerse. Hacerse verwenden wir für die aktive und bewusste Teilnahme am Veränderungsprozess. Das ist wichtig. Es ist mir bewusst und ich mache das Ganze aktiv. Häufig verwendet für Berufe, Religionen, Weltanschauungen. Das dritte Verb im Bunde ist convertirse. Hier haben wir eine radikale Veränderung und häufig tritt das auf im Zusammenhang mit religiösen oder ideologischen Kontexten. Und zu guter Letzt ponerse. Ponerse ist plötzlich und vorübergehend und wird häufig mit dem Gemütszustand verbunden oder auch einer Gesichtsfarbe oder dem Gesundheitszustand. Also eine plötzliche Veränderung. Es ist also wichtig, ist das Ganze passiv, aktiv, radikal oder plötzlich? Und je nachdem musst du ein anderes Verb verwenden. Wow, ganz schön viele Verben. Wenn du Klarheit für die Grammatik in Spanien bekommen möchtest, wenn du da nicht mehr durcheinander kommen möchtest, welche Verbzeitform muss ich nehmen, schreib dich sehr gerne hier auf die Warteliste für die Vamos Akademie. Und keine Sorge, dass du irgendwie zu alt bist, um das zu verstehen. Überhaupt nicht. Ich habe erst letztens in der Akademie mit einem 86-jährigen Teilnehmer gesprochen und seine Tareas korrigiert. Also keine Sorge, du bist auf keinen Fall zu alt, um Spanisch zu lernen. Das klappt auch über 80 noch wunderbar. Und ich empfehle dir noch, dieses Video anzuschauen. Hier lernst du den Unterschied zwischen ganz ähnlich aussehenden Verben, zum Beispiel comer und comerse, die sich nur in einem kleinen Teil unterscheiden, aber dann komplett eine andere Bedeutung haben. Auch eine wichtige Lektion. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao.